42,2 Kilometer. Wo dir am allermeisten abverlangt wird, ist hier oben in deinem Kopf. Es ist nicht deine Knie, es ist nicht deine Hüfte, es ist nicht deine Oberschenkel, nicht deine Atmung, es ist alles in deinem Kopf. Das ist ein Marathon. Ich kann nicht glauben, dass wir jetzt an diesem Punkt sind. Jetzt werde ich für die nächsten 42 Kilometer nicht mehr aufhören zu rennen. Bei mir geht gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich schaffen soll. Also generell war ich nie ein krasser Sportler. Also ich habe in dem Lifestyle 2018, 2019 eher viel Fastfood, wenig schlafen, gar keinen Sport. Ich hatte auch so ein ganz leichtes Doppelkinn, hat sich schon so abgedeutet. Es war echt, hat sich nicht gut angefühlt im Körper. Es war nicht geil. Also das war auch wirklich so mein sportlicher Tiefpunkt, würde ich sagen. Dann habe ich letztes Jahr angefangen, im Herbst einfach so einmal die Woche laufen zu gehen. Es war einfach viel Druck mit der Work und ich brauchte irgendein Ventil. Und dann bin ich halt immer weiter gelaufen, immer mehr. Ich war 15 Kilometer gelaufen, Halbmarathon sind so 21. So, okay, ich kaufe mir jetzt so ein Gelpack, habe ich so gelesen, aha, macht man anscheinend so. Hab dann auch den Halbmarathon gelaufen und das war dann schon ein großes Ding für mich im März diesen Jahres. I did it, Freunde. I did it. Und dann habe ich Johnny kennengelernt dieses Jahr. Athletiktrainer und natürlich heftig in Shape, aber auch noch nie Marathon gelaufen. Und der hat dann gesagt, Istanbul im Herbst, lass da einen Marathon zusammenlaufen. Und ich so gedacht, okay, dann lass uns einen Marathon laufen. Okay, krass. Dann bin ich so die erste Woche, dachte ich so, ja, laufe ich, habe ich irgendwie gar nichts gedacht, laufe ich so, jetzt dachte ich so, ja, zweimal die Woche irgendwie, steigern wir uns mal langsam rein. Und dann waren wir auf den Azoren. Und ich habe immer mit meiner Nike-App, das ist für mich auch die App, mit der ich den Marathon getrackt habe. Ich habe jedes Training seit meinem allerersten Lauf. Und da habe ich gesehen, ach, man kann einstellen, wann läufst du den Marathon. Da kriegst du wie so einen Wochenplan. Da habe ich eingestellt, ja, 6. November, Marathon, so und so. Und dann ging direkt so noch so ein Ding auf, noch 18 Wochen. Dann konntest du in jede Woche reingucken. Dann habe ich gesagt, okay, Recovery Runs, Long Runs am Wochenende, Speed Runs, Intervall, hier, da. Erster Lauf direkt, Halbmarathon, war direkt der erste Long Run. Da ich so, okay, das ist hier ein ganz anderes Game, was ich hier machen muss. Noch auf den Azoren, noch im Urlaub, bin ich dann direkt dreimal laufen gegangen. In diesem Zeitpunkt bin ich habe kein einziges Workout geskippt, jede Woche fünfmal gelaufen. Bin auch manchmal ein bisschen weniger, ob es geregnet hat. Ich bin fast immer nachts gelaufen, hier dann aus der Wohnung raus, noch um 23 Uhr, 22.30 Uhr und dann um den Block. Wochenlang, jeden muss dein Körper immer wieder recovern, immer wieder sich aufbauen, merkt man so, okay, das verlangt mir auch jetzt irgendwie echt alles ab. Im Training war es noch super krass, mit Benny und Johnny zusammenzulaufen. Benny wohnt ja in Leipzig, aber wir haben uns einmal getroffen, um zu dritt zu laufen. Schön mit unseren Rizon-Klamotten, da auch nochmal wirklich vielen Dank an das Sponsoring, uns die Klamotten zu schicken. Ich freue mich unfassbar auf diese krasse Challenge. Es ist eine ganz schön kurze Vorbereitungszeit. Also 8 Wochen hatte ich Zeit, davon war ich 2 krank. Aber ich glaube, wenn man einen Willen hat, kann man alles schaffen. Alles, was man sich vorstellen kann, kann man im Leben erreichen. Und deswegen werden wir das durchziehen und wir werden eine geile Zeit reißen. Auch cool, mit den beiden Boys diese Journey zusammen zu machen, im Training, beim Lauf, zusammen hinzufahren. Johnny, der mich da inspiriert hat, mit dem wir ein Laufanalyse-Training gemacht haben, super geil. Also sparst du quasi 5% oder 10%, ja. Aber über den Marathon ist das schon was. Jetzt laufen wir zusammen. Yes. Paul hat ein bisschen damit ein bisschen geholfen heute und jetzt geht's richtig ab. 4 Wochen minus ein Tag bis Istanbul. Marathon laufen ist die ganze Journey bis dahin. Dass du dann nochmal diese Medaille bekommst und dass du dann nochmal diesen Marathon läufst, das ist so das i-Tüpfelchen. Das ist so der letzte Schritt auf der Journey, dass du allen sagen kannst, okay, das habe ich auch noch geschafft. Aber dein Accomplishment ist das Training. Ich habe sehr viel mehr Selbstvertrauen und so ein positives Selbstwertgefühl bekommen, weil ich dachte so, ey, ich bin ein Typ, der sowas durchzieht. Und das ist ein Typ, der schafft auch den Deal zu closen, der schafft auch den Monat zu überwinden, der schafft auch so ein Projekt zu landen. Das schafft er, weil man, ich habe jetzt das schon geconquert, dann conquere ich die anderen Sachen auch.
Die zwei bedeutendsten Runs für mich waren einmal mein 32-Kilometer Run. Und das war für mich der erste Run mit meinen Nikes, die ich mir dann auch gekauft habe. Nike Alphafly Next 2%, schön in Orange. Das sind die Weltmeisterschuhe, das sind die Kipchoge-Schuhe, das sind die Rekordschuhe. Ich war richtig ehrfürchtig, jedes Mal auch beim Marathon. Ich dachte, okay, ich darf so einen kranken Schuh jetzt anziehen. Wenn du den zuschnürst, weißt du, okay, today is one of those days. Und nachdem dann dachte ich so, okay, ich denke, ich schaffe den Marathon. Das war ein krasser Run. Und dann tatsächlich mein letzter richtiger Long Run vor dem Marathon. Das war dann auch nochmal so 35 Kilometer. Jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen. Das war der letzte Long Run vor dem Marathon nächste Woche. Und nächsten Sonntag wird geliefert. Yes, sir! In der letzten Woche läufst du eigentlich gar nicht mehr. Da bin ich nochmal 15 Minuten gelaufen, dann nochmal ein 6K. Und du musst halt versuchen, dann richtig Carbs zu essen die ganze Woche. Ist mir so, glaube ich, okay gelungen, kann ich beim nächsten Mal noch krasser machen. Aber dann spürst du so richtig, wie dein ganzer Körper sich echt auflädt. Und dann merkst du echt so bei dem letzten Shakeout-Run auch so, das war nur so ein 15-Minuten-Run. Du läufst den so auch ganz langsam und dein ganzer Körper ist so, Digga, go. Der will eigentlich nur aufdrehen. Du merkst richtig so, boah, der ist so aufgeladen mit Energie. Ich bin fucking ready to go. Und dann kam das Marathon-Wochenende. Istanbul, Türkei. Wir sind abends essen gegangen, kleine Runde, auch schon sehr früh. Das ist meine Nummer, G6. Dann war die Anspannung schon auf einem Maximum bei mir. Ich habe dann mein ganzes Gear einmal angezogen, meine Dehnübung gemacht, bin schon innerlich dann sehr runtergefahren. Ich mache jetzt noch eine kleine Stretching-Einheit, noch mal ein bisschen zum Runterkommen und dann geht's jetzt pennen. Ich musste um 5.30 Uhr Ortszeit Istanbul aufstehen, damit ich genug essen kann, das verdauen kann 2 Stunden und dann auf Klo gehen kann und dann zum Marathon. Aber es war nicht nur 5.30 Uhr, sondern es war 2 Stunden Zeitverschiebung. Das heißt, es war sogar 3.30 Uhr nach der Zeit hier. Und ich meine, wir sind am Tag vorher angekommen, was keine Gewöhnung ist. Es ist direkt, boah. Wir haben in einem Dreierzimmer geschlafen, die Straße so laut. Ey, ich konnte nicht, ich lag im Bett. Ich war so, ey, du musst morgen einen Marathon laufen. Und es ging nicht, ich war so, okay, jetzt habe ich noch 5 Stunden Schlaf. Jetzt habe ich noch 4,5. Boah, ist noch 4 Stunden. Also, du bist wirklich, ich dachte, ich habe vergessen. Ich hab verlernt, wie man einschläft. Ich lag da so und war so, Digga, was passiert hier? Warum geht es nicht? Dann konnte ich irgendwann einschlafen, aber natürlich ultra schlecht gepennt. Aber egal. Ey, als um 5.30 Uhr dieser Wecker klingelte, ich war direkt da. Wirklich war so, bumm, ja, aufstehen, Decke weg, Kühlschrank, Porridge, Wasser, ein Programm, was so abgelaufen ist. Und ich habe mich sehr ready gefühlt. Und dann war Film. Und war es morgens. Und es ging los. Mir ist ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. So eine Mischung aus Aufregung. Ich bin auch mehrfach in der Nacht dann zusätzlich, wo ich schlafen konnte, dann auch noch aufgewacht. So, noch genau 1 Stunde. Und ich bin ja sonst eigentlich immer für jeden Spaß zu haben und so immer so am Rumalbern. Also langsam werde ich konzentriert und ruhiger. Bin noch nie so einen langen Run gemacht. Das längste, was ich gemacht habe, war 27 Kilometer. Ich war jetzt vorher 10 Tage lang erkältet. Alter, guck dir diesen Sonnenaufgang an. Guck dir das eigentlich an. Hochmotiviert, kann man so sagen. Das wäre cool, so ab Kilometer 32, 35 mit dabei zu sein, um zu gucken, wie die Dame klarkommen, weil es mental und physisch mega, mega, mega anstrengend ist. Man kann das fast nicht fassen, weil es kommt von beiden Seiten oder von allen Seiten und man muss wirklich dagegen kämpfen. Am besten fährst du mit dem Auto dahin, bewegst dich gar nicht mehr, läufst zur Startlinie und machst los. Was haben wir gemacht? Ja, 3 Kilometer erstmal runterlaufen zur Fähre. Und dann wurde schon langsam immer knapper. Und okay, jetzt schaffen wir es zur Fähre. Wo ist die? Ah, okay. Wir wollten eigentlich die Fähre von Kabatasch nehmen. Anscheinend haben sie die letzte schon fahren lassen. Und alles war gesperrt, die ganze Stadt war gesperrt wegen dem Marathon. Wir laufen jetzt irgendwelchen anderen Istanbulern hinterher und ich hoffe mal, dass die jetzt da eine Brücke haben, andere Fähre, irgendwas. 1,5 Kilometer da runterlaufen, da können die vielleicht noch eine Fähre bekommen, dann rüber. Das müsst ihr aber auch wieder zurück und dann rufe ich dann echt so, das kann doch nicht wahr sein. Und dann die Leute machen noch ein bisschen Jokes und waren noch irgendwie gut drauf. Ich kann ehrlich, ich war nicht gut drauf. Long story short, wir haben aber die Fähre bekommen. Es ist auch echt episch, dann rüber zu fahren übers Wasser. Von Europa nach Asien schon mal rüber.
Wir sind jetzt im Taxi. Navi sagt, es sind noch 16 Minuten und in 18 Minuten geht der Marathon los. Also sind wir sogar 2 Minuten zu zeitig da. Dann ging es sehr schnell. Wir sind zum Start, noch mal einmal kurz auf Klo und auf einmal haben wir es gerade noch so geschafft. Also wir sind wirklich zum Startschuss oben angekommen. Zehntausende Leute rennen los. Krasse Atmosphäre, man läuft direkt über die Bosporusbrücke wieder von Asien nach Europa. Du siehst diese Riesenstadt. Das ist völlig wahnsinnig. Ich kann nicht glauben, dass wir jetzt an diesem Punkt sind. Jetzt werde ich für die nächsten 42 Kilometer nicht mehr aufhören zu rennen. Geil, das Wetter war gut. Jetzt geht es darum reinzukommen und nicht zu overpacen. Wir sehen uns in 8 Kilometern. Die Leute feuern dich an. So, am Anfang waren noch wirklich viele Leute, so die ersten 10, 15 Kilometer. Und ich war echt so, ich bin dann nach so 4, 5 Kilometern, auch trotz hoch und runter, dann war ich echt im Run angekommen. Ich war so, Alter, ich flieg hier durch, Digga. Ich schaff sogar noch runter hier 4 Stunden, Digga. Ich baller jetzt hier komplett durch. Da angefangen, den Leuten vorbeizufliegen. Hab ich gemerkt so, boah, ich werde immer schneller. Und war so, boah, ich schaff das auch. Dann ist es auch immer wärmer geworden und ich habe die ganze Zeit meinen Pace verschnellert, trotz der Berge. 200 Höhenmeter hoch, 200 Höhenmeter wieder runter. Und dann habe ich gemerkt, so ab Kilometer 12, 13, oh, das hat deutlich mehr Energie verbraucht. Beim Hoch und Runter noch schneller zu werden als eigentlich geplant, war eine wacky Idee, das war nicht smart. Es ist nur die Frage, wie viel langsamer werde ich? Und wie lange kann ich es noch aufhalten, dass es mein Pace, mein Gesamtpace noch einigermaßen so. 18 Kilometer. Jetzt merkt mal, dass es anstrengend wird. 26 Kilometer. Energie geht langsam runter. Boah, es wird hart. Es gab auch einen Wendepunkt bei der Strecke, so bei Kilometer 28, wo du wieder zurückläufst. Also Benny war die ganze Zeit hinter mir und dann waren schon so 3, 4 Kilometer zwischen uns an dem Punkt. Ich habe ihn gesehen, aber er hat mich nicht mehr gesehen. Da bin ich an ihm vorbeigelaufen und war echt so, ich war auch schon im Arsch, so bei Kilometer 28, aber ich habe ihn gesehen und war so, boah, der ist ja jetzt noch 4 Kilometer vor mir. Und dachte echt so, boah, Benny kämpft gerade komplett. Der ist jetzt schon im Überlebensmodus. Hoffentlich schafft er das. Ich habe zwischendurch fast aufgegeben. Ich hab's voll unterschätzt. Scheiße. Oh. Ich habe weitergekämpft und echt ab Kilometer 30 sind die Lampen bei mir ausgegangen. Also viel früher als ich dachte. Ich habe so gehofft, ab Kilometer 38 wird's krass oder so 35. Aber schon wirklich bei 30 war es echt so, ich habe keine Ahnung, wie ich schaffen soll. Die meisten, die dann mit dir dann in dem Pack laufen in der Zeit, kämpfen sich gerade durch. Einer kotzt mal an der Seite. Das heißt, das motiviert dich auch nicht mehr. Du bist selber schon todeslangsam. Wenn du eine Strecke läufst, die du schon kennst, kannst du noch einschätzen, so okay, von der Kreuzung ist es gefühlt noch so lang. Danach kommt die Kreuzung, dann noch die Ampel und dann sind wir eigentlich schon da. Aber das kennst du alles nicht. Du läufst irgendwo nochmal die Ecke und das war wirklich, ich war in so einem richtigen Delirium. Tatsächlich haben mich 2 Sachen gepusht. Einmal so ganz komisch, ganz pragmatisch, habe ich so auf die Uhr geschaut bei Kilometer 35. Jetzt ist 13 Uhr. Selbst wenn ich ultra langsam laufe, um 13.35 Uhr, 13.40 Uhr ist es schon vorbei. Also so in so einer Uhrzeitrelation kam es mir dann doch irgendwie so okay vor. Und dann dachte ich mir so, hey, ich kriege jetzt bald eine Tochter. Und die Message an die kann ja nicht sein, aber Kilometer 36 von 42 nach 3 Monaten, ja, dann hören wir auf. Nee, das kann ja nicht die Message an die sein. Die Message ist, wir ziehen das durch. Das ist schaffbar, dass wir machen das. Niemand interessiert sich halt für Ausreden im Leben generell. Ja, ich wäre fast ein Marathon. Ja, juckt. Du bist ja aber klein gelaufen. Ist scheißegal, warum. Jeder hat ein Package. Jeden tut sie weh. Alle haben Pain in der Vorbereitung hier, da. Aber am Ende ist es jedem scheißegal. Entweder hast du es gemacht oder hast du es nicht gemacht. Bei Kilometer 39 waren die Leute da, Marius, Laura, Jenny und Flo hat dann einfach nur noch gesagt, ey, soll ich mit dir mitrennen? Und ich war wirklich so, oh mein Gott, ja. Letztes Stück, 1 Kilometer noch. Ich begleite Paul gerade mit der Cam. Und der Meister zieht durch. Habe ich wieder aufgerabbelt und dann hast du auch gesagt, so, ja, Mann, let's go, ja, du rennst wieder. Es war langsam, es war egal. Das ist wahrscheinlich 47er Pace, aber egal, man ist wieder in einer Running Motion. Du weißt ja, jeder checkt gerade, du läufst die letzten Meter deines Marathons und jeder ist am Pushen, Digga, alle. Und Johnny einfach vor mir. Flo läuft mit. Ey, just,
come on, boy, come on, you do. Und du bist einfach so, ja, let's go. Dann auf einmal war die Energie nochmal wirklich wie so eine letzte Reserve, die nochmal so freigeschaltet wurde für so wirklich so einen letzten Sprung. Und dann ziehst du an und alle flippen voll aus und so, ja, du bist auch so, ja. Dankbarkeit. Du hast den Körper, der das mitmacht. Du hast die Zeit, die du dir dafür nehmen kannst. Du hast die Möglichkeit, von Asien nach Europa zu laufen, das zu atmen, mit diesen Leuten um dich herum zu sein. Das ist eine wahnsinnige Erfahrung. Das ist ein krasses Privileg. Und das finde ich, wenn man das leben darf und kann, dann ist meine Auffassung, dann sollte man das auch machen. Das war einfach Wahnsinn. Eine wirklich, wirklich lebensverändernde Erfahrung für mich, für das, was ich weiß, was in mir steckt, für die nächsten Schritte, die ich gehen kann, für das hat mich verändert, so sehr im Positiven. Das hat was mit mir gemacht, diese Journey, dieser Marathon. Johnny, unfassbarer Typ, Benny, unfassbarer Typ, krasse Kämpfer, Dylan, krasser Typ, alle, die mit uns dabei waren, riesen fucking Shoutout an Flo, ja, der mich begleitet hat, der hier mit mir sitzt, der die Doku mit mir auch möglich gemacht hat, also all in all, von den Menschen, die das Ganze begleitet haben, 11 von 10, kann man nicht besser machen.